Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Update-Video für die Zwergenbucht. Wie ihr sehen könnt, ist doch einiges passiert. Also primär der Burggraben und auch die Befestigungsanlagen, die wir angefangen haben zu bauen, werden einen Großteil dieses Updates ausmachen. Wie ihr sehen könnt, das ist schon ziemlich tief. Also hier nicht unbedingt, weil das Problem ist hier gerade, dass wir auf Rock gestoßen sind. Also wir können hier einfach nur Dreck wegbuddeln, sondern müssen das ganze Gestein wegklopfen und es dauert wesentlich länger. Aber ja, weiter da hinten sieht man schon, wie tief das ist und gerade beim Nordtor kann ich es euch auch noch zeigen. Was sich noch verändert hat, der ganze Wald hier ist weg. Das kleine Erzgebirge, was hier vorher stand, ist auch weggesprengt worden, weil diejenigen, die es betrieben haben, nicht mehr aktiv sind. Ist auch mit ihnen abgesprochen, keine Sorge. Also ich spreng nicht einfach so willkürlich irgendwelche Gebäude, nur weil jemand mal 2 Tage nicht online war oder so. Nee, 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 alles abgeklärt. Aber hier haben wir eine schöne neue Grundfläche für ein anderes Projekt. Die Teergrube, die vorher so lieblos halb im Wald versteckt war, ist jetzt angehoben worden, dass die Grundfläche einigermaßen gerade ist, eine Mauer drumherum und ein Zaun, dass halt unsere Leute, also alle von diesem Königreich, leicht rankommen, aber andere unliebsame Elemente halt nicht. So, unsere Leute sind gerade alle am Basil sammeln. Was ist das? Basilikum. Für eine Makranon-Quest, deswegen nicht irritiert sein, warum Leute mit Plattenpanzern auf der Wiese rumstehen. Hier haben wir den Anfang von dem Westtor. Also geplant ist ja einmal bei der Oberstadt, dass es ein Nord-, ein Ost-, ein Südtor gibt und dann um die gesamte Stadt drumherum nochmal jeweils 4 Tore. Und drumherum halt den Burggraben. Das heißt, man hat immer einen Burggraben, rechts und links, ein Feld breit und dann kommt man auf das Gebäude zu. Also in diesem Fall wäre das jetzt hier 3x3, das Tor. Und da sind dann mehrere Tore drin, die man jeweils knacken müsste, um reinzukommen oder halt einzuschlagen. Also ist relativ sicher. Nicht super sicher wie auf Elevation oder dergleichen, aber da wir an sich ziemlich groß sind und auch diese Geisterwache haben, haben wir nicht allzu viel zu befürchten. Das heißt, wir legen auch eher auf Design als auf Effektivität. Sonst müssten wir ja nur eine riesige Dreckmauer da aufschütten und dann sieht man gar nichts mehr. Das wäre doof. Das hier ist das nächste Neue, und zwar die Bildersguild ist weg. Und wir haben angefangen, hier alles zu planieren und Gemay hat da hinten einen Park aufgebaut. Es wird langsam richtig schick hier. Die Mine ist natürlich... Also ja, man sieht, dass da unten der Mine ja noch ist, auch wenn er eigentlich versteckt ist, in Anführungszeichen. Die Mine unten ist zwar weiter gebaut worden, aber nicht mehr so extrem wie vorher, weil die meisten Minenarbeiter inzwischen andere Jobs genommen haben. Oh, das ist ja interessant. Es gibt inzwischen diagonale Straßen. Das wird wohl das hier sein. Sieht aber ganz schön holperig aus. Na gut. Unterstadt. Also neue Häuser sind nicht wirklich viele dazugekommen. Denn die meisten hatten ja schon ihr Haus. Das Einzige, was mir so noch einfällt, sind 2 in der Hafenstadt. Die Dinger hier dürften für euch auch neu sein. Wir haben jetzt allgemein angefangen, ein bisschen für Sicherheit zu sorgen. Also einmal Sicherheit, dass man nicht da runterpurzelt, weil das ist schon ein recht hoher Slope und man kriegt da Fallschaden. Sondern auch, wenn jemand in die Stadt eindringt, müsste er halt die Fenster hier auch entweder kaputt hauen oder das Tor knacken, um halt weiter ins Innere vorzudringen. Eine andere Neuerung, die auch mit dem Patch gekommen ist, also Patch 1.1 kam vor kurzem mit recht vielen Neuerungen. Unter anderem auch halt dieses Paper Doll, wo man die Sachen mit Drag and Drop raufziehen kann und nicht immer alles vorher hier im Inventar rumsortieren. Das ist ganz cool. Ich sehe übrigens auch schon ganz cool aus. Hihi. Die Tabards sind auch neu. Also auch recht viele Deko-Sachen dazu. Wie das hier auch zum Beispiel. Das sieht so richtig wie Mittelalter-Jahrmarktsfest aus. Jo. Sehr stylisch. Und dass man Sättel sehen kann auf Pferden und andere Teils halt auch noch. Genau, also hier Katschaks Haus ist relativ groß geworden, schon fast einen Ticken zu groß. Und wer ist hier? Jays Bude. Den Namen sollte man mal verändern. Die Stelle hier wird später mal ein Lagerhaus werden, deswegen sind ja auch jede Menge BSBs. Und die sind randvoll gefüllt mit Dirt. Weil durch den Burggraben ausheben fällt da doch recht viel ab und wir wollen es nicht vergammeln lassen. Denn unsere Alliierten brauchen gerade sehr viel Dirt. Das heißt, wir tauschen das momentan, also vorher haben wir es einfach nur verschenkt, aber jetzt ist inzwischen so eine große Menge, dass die uns schon angeboten haben, komm, wir geben euch was dafür. Und die stellen jetzt für uns Plattenpanzer her, damit wir, wenn wir später wieder PvP machen wollen, besser ausgerüstet sind. Apropos PvP, wir haben inzwischen übrigens auf Elevation, diesem Hauptserver in der Mitte, auch einen kleinen Posten angefangen aufzubauen. Und sind auch schon relativ weiter. Aber der ist jetzt erstmal wieder abgeschlossen und stehen gelassen worden, weil wir ja gerade kein PvP machen wollen, sondern erst trainieren. Aber wenn wir uns später dazu entschließen, haben wir schon mal einen Vorposten auf Elevation, was irre praktisch ist. Aber ja, ganz viele BSBs voll mit Dirt, die werden heute aber auch noch teilweise abgeholt.
Also die hier auf jeden Fall und die hier hinten auch. Das dürften dann zwei Sets Plattenrüstung aller 70er, 80er Quali werden, was normalerweise 3, 4 Silber kosten würde. Und nochmal zur Verdeutlichung, 10 Silber sind 16 Euro. Also ja, wir tauschen Dreck gegen Plattenpanzer. Dafür sind wir wohl anscheinend bekannt. Nein, wir machen einfach nur sehr viel Terraforming. Auch um die ganze Stadt aufzubauen, mussten wir sehr viel Terraforming betreiben und hatten deswegen sehr viel Dirt zu verschenken. Und so konnten wir uns recht leicht Freunde am Anfang machen. Was sich auch noch geändert hat, ist das Layout vom Hafen. Also ihr seht da hinten eine Hafenmauer. Hier haben wir auch ein Gebiet aufgeschüttet, wo später noch die Werft reinkommt. Und wir haben recht viele neue Boote. Also die Kogge kennt ihr ja schon. Das hier ist allerdings auch neu. Das Boot ist übrigens komplizierter als das da. Warum auch immer. Aber das ist eine Knarr. Die ist mit am schwersten zu bauen. Die haben wir auch nicht komplett selber gebaut, sondern wir haben eine Knarr gefunden gehabt. Bei der fehlte aber nur das Segel. Das Segel selber zu bauen war zwar auch recht schwierig, aber nicht so schwierig wie die ganze Knarr. Dann haben wir halt hier ein Segel zusammengebaut und sind dann mit dem Schiff zu dem Schiff gefahren und haben es da zu Ende fertiggestellt. Und so haben wir jetzt unsere Knarr. Der Vorteil von der Knarr ist, dass je mehr Leute drin sitzen, desto schneller es ist. Und es ist allgemein noch nicht so windabhängig wie zum Beispiel die Kogge. Also es ist super für Ausfahrten mit mehreren Leuten. Wir haben jetzt inzwischen auch schon, ich glaube, sechs oder so Zwergenbucht-Segelschiffe. Was irre praktisch ist. Das heißt, falls wir mal in kleineren Gruppen losziehen wollen oder einfach mehr Flexibilität haben wollen, können wir die kleinen Schiffe nehmen. Zum Beispiel, wenn irgendwelche Plünderer eindringen bei unseren Alliierten, dann schnappen wir uns drei Segelboote, um sie halt einzingeln zu können oder besser scouten zu können. Noch eine Veränderung, jedenfalls für mich gerade recht akut, ist es endlich wieder Frühling. Wir hatten bis vor einer Weile noch Winter. Und da werden halt die ganzen Texturen auf weiß gestellt und es liegt kein Gras mehr auf dem Boden und die Bäume sehen alle wesentlich dürrer aus und es ist jetzt richtig erfrischend, sich umzugucken. Aber ja, das hier ist das zukünftige Osttor, also das äußere Osttor. Und hier müsste dann irgendwo noch das Innere hinkommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, das waren früher unsere Köhlerplätze oder zwischenzeitlich, die werden jetzt auch wieder abgerissen. Und hier war das Langhaus gewesen. Das heißt, die ganzen Betten müssen noch zerstört werden, die Kisten müssen zerstört werden, Kandelabras müssen zerstört oder reingeschoben werden, damit sie ein bisschen ordentlicher aussieht. Weil Betten so im Wald stehen lassen, ist ein bisschen doof. Ja, hier sieht man das schon wesentlich extremer. Also das sind was für Slopes? Wo ist meine Schaufel? Komme ich hier runter? Ja. Shovel. Runter, runter, runter. 96er Slopes. Aber ich glaube, da hinten waren sie noch höher. Das tut dann schon arg weh, wenn man hier runterfällt. Und hochklettern verbraucht jede Menge Stamina. Und wenn man dann oben ankommt, ist ja geplant, dass oben dann eine Mauer ist. Das heißt, man klettert die Wand hier hoch, hat noch genug Stamina, um einmal gegen die Mauer zu schlagen und rutscht dann wieder runter. Das ist schon ziemlich übel. Also ja, hier hinten sieht man das noch deutlicher. Obwohl wir hier auch schon wieder auf Gestein gestoßen sind. Das heißt, hier müsste man mit einer Spitzhacke dann runterbuddeln und nicht mit einer Schaufel. So, zurück. Und das Schild sollten wir mal wieder wegschieben. Das macht dann nicht mehr so viel Sinn. Außer man will jemanden in eine Schlucht schmeißen. Ux, komm, Pferdchen, raus hier. Was ihr eben gerade noch gesehen habt, hier hinten, wo wir gleich rauskommen zur Linken, da hat sich ein neuer Nachbar angesiedelt. Das war am Anfang ein bisschen irritierend, dass plötzlich über Nacht jemand da war und ein Haus gebaut hat, direkt vor unserer Siedlung. Aber er spielt ja halt zu Zeiten, wo wir nicht so aktiv sind, weil es halt ein Amerikaner ist. Aber nach ein paar Gesprächen hat sie das alles einigermaßen geklärt. Und er hier, also Bam Sausand, gehört jetzt auch mit zu unserem Dorf. Als einziger Nicht-Deutscher. Das heißt, wenn er denn irgendwas will, spricht er halt Englisch. Aber die meisten von uns können auch Englisch. Wir lassen uns davon aber nicht irritieren. Also, wir sprechen ganz normal Deutsch im Village Chat. Das ist für ihn vielleicht ein bisschen doof. Aber wir können halt nicht auf eine Einzelperson so sehr Rücksicht nehmen. Das wäre schon ein bisschen doof für alle anderen. Also wenn er irgendwas will, sagt das auf Englisch. Wir antworten noch auf Englisch, aber sonst sprechen wir alle ganz normal Deutsch weiter. Und es hat bisher ganz gut geklappt. Für ihn ist es vor allem von Vorteil, dass er halt mehr Sicherheit hier hat durch die Stadt und auch ein bisschen Gesellschaft. Auch wenn er davon das meiste nicht versteht. So. Das hier war mal das Naturschutzgebiet. Und da sind richtig viele Oak Trees gepflanzt worden. Ich hatte ja auch schon an der Hauptstraße hier angefangen. Die sind alle gerade am Hochgehen. Also sie brauchen doch nicht so lange, wie wir am Anfang angenommen hatten. Das ist richtig schick. Auch in der Oberstadt.
hatten wir ja bei dem Altar und bei anderen paar Stellen auch Oak Trees gepflanzt und dachten, ach, das dauert jetzt einen Monat, bis die kommen, aber nix da. Die waren recht schnell wieder da. Sieht auf jeden Fall sehr stylisch aus. Mein Haus da oben ist jetzt ja auch fast fertig. Das oberste Ding fehlt noch, aber ich bin nicht ganz sicher, was dahin soll. Und hier seht ihr unsere inzwischen doch ziemlich volle, ich mach mal das GUI kurz weg, doch ziemlich volle Tierfarm. Also ja, wir haben sehr viele Pferde, sehr viele Rinder auch und Lasttiere andere. Das Züchten an sich ist schon recht komplex geworden, was für mich zum Nachteil ist. Denn unser Hauptzüchter, Touch, geht bald in Urlaub. Das heißt, ich muss mich durch die ganzen Listen, also die Paarungslisten, durchkämpfen und gucken, wem ich mit wem verkreuz und wer von wem abstammt, um dann nicht irgendwelche Inzucht zu betreiben und was weiß ich. Also ja, das kann auch interessant werden. Unsere Felder haben sich auch ein wenig umstrukturiert. Also wir haben jetzt hier auf der ganzen Seite das alles Cotton und auf der ganzen anderen Wemp oder umgedreht. Genau, umgedreht. Hier ist überall Cotton. Und hier sind Früchte und da hinten ist Wemp. Aber es ist auch eine Heidenarbeit. Können wir auch alles ziemlich reduzieren. Einmal, weil Touch im Urlaub ist und er halt die meiste Feldarbeit macht, aber auch, weil wir allgemein schon sehr viel Cotton haben. Also trotz PvP und Jagdgruppen und Segel herstellen, was weiß ich, schwimmen wir in Baumwolle. Ist echt super. Man kann nie zu viele Ressourcen haben, aber trotzdem sollte man es nicht übertreiben. Das hier ist auch neu. Ein Stück Tundra. Ich habe keine Ahnung, wie das hierher gekommen ist. Aber ja, wir sollten es mal nicht zerstören, was recht ungewöhnlich ist. Gehen wir mal in die Hauptstadt, also in die Oberstadt. Schauen wir mal, was da noch so ins Auge fällt. Ach ja, es gibt inzwischen Grabsteine. Und ich glaube, das soll andeuten, genau, welche Pferde bisher gestorben sind. Adolescent Wild Ebony. Oh, das sind Fehlgeburten? Ich weiß es nicht. Und da sind ganz viele tote Schweine. Nee, einfach mal weggehen. Ja, wir mussten öfters mal Notschlachtungen machen. Genau, den Baum meine ich so hier. Den haben wir gerade mal vor 2 Wochen oder so gepflanzt. Und der ist jetzt schon so groß. Das ist richtig cool. So. Und der hier halt bei dem Makranon-Schrein. Sonst, Lagerhaus kennt ihr. In der Oberstadt hat sie eigentlich nicht sehr viel getan. Die Schmiede ist noch geplant, dass hier noch so ein kleiner Anbau ran soll. Aber das dauert noch ein bisschen. Wir haben momentan sehr viele Projekte. Und halt Osttor, Westtor, Südtor, Burggraben hat alles Priorität. Deswegen stehen so eine Sachen wie halt die Schmiede da hinten oder die Werft am Hafen ein bisschen still. Aber ja, wir kommen sehr gut voran. Falls ihr Lust habt reinzuschnuppern, meldet euch einfach im TS oder kommt ins Spiel. Denkt dran, dass es der Server Desertion ist und guckt einfach meine anderen Videos durch. Dann, werdet ihr auch die Grundlagen recht schnell mitbekommen. Also dann, bis die Tage.